Im ersten Video zu Energienutzung und Energieverteilung geht es um den Kraftwerkspark, den wir in Deutschland haben zur Stromversorgung, sowie um unterschiedliche Arten der Lasten. Dargestellt auf dieser Folie ist die Entwicklung des Kraftwerksparks in Deutschland ab 2002. Man sieht den kontinuierlichen Anstieg der installierten Kraftwerksleistung von ungefähr 100 20 Gigawatt im Jahr 2003 bis 220 Gigawatt im Jahr 2020, zum Stand im Juni 2020. Auf der einen Seite erkennt man den schnellen Zubau an regenerativen Energiequellen, in Gelb die Photovoltaik mit dem starken Wachstum, insbesondere in den Jahren 2010, 11, 12. Das Anwachsen der installierten Leistung im Windbereich in der hellblauen Farbe und der Zuwachs auch an Offshore-Wind, das ist der dunkelblaue Balken, gleichzeitig ein Rückgang fossiler Kraftwerke, der Steinkohle in Schwarz, der Braunkohle in Braun und insbesondere natürlich in Rot der Kernenergie. In Summe hat sich die Nennleistung des Kraftwerksparks in Deutschland ungefähr verdoppelt in den letzten knapp 20 Jahren, wobei der Hauptanteil an neuen Kraftwerken natürlich im erneuerbaren Energiebereich zu beobachten ist. Vergleicht man die Nettostromproduktion in Deutschland im Jahr 2002 mit der Situation im Jahr 2019, also heute, so zeigt sich, dass sich die Stromproduktion strukturell stark verändert hat. Im Jahr 2002, vor der intensiven Nutzung und dem Ausbau der erneuerbaren Energiesysteme, zeigt sich, dass die Stromproduktion hauptsächlich auf der Kernenergie sowie der Braun- der Steinkohle basierte und die Erneuerbaren mit der Windenergie und der Wasserkraft einen vernachlässigbaren Anteil hatten. Heutzutage hat sich das Bild komplett gewandelt. Der größte Energie- oder Stromerzeuger ist die Windenergie, gemeinsam mit der Photovoltaik, der Bioenergie und der Wasserkraft. Tragen die erneuerbaren Energiesysteme mittlerweile zu 50% zur Nettostromproduktion bei. Die Kernkraft ist durch den Rückgang oder verzeichnet einen starken Rückgang der Stromproduktion durch die Abschaltung der Kernkraftanlagen in Deutschland. Lediglich die Braunkohle hat noch einen sehr großen Anteil. Die Steinkohle hat an Bedeutung verloren, da sie in dem modernen Stromsystem als Ausgleichsenergiequelle dient und nicht mehr wie noch vor 20 Jahren auch zur Grundlast beigetragen hat. Hier dargestellt ist der Verlauf der Stromerzeugung der Energieerzeugungsanlagen in Deutschland im Mai 2020. Man erkennt den typischen Verlauf mit hohen Lastspitzen um die Mittagszeit, dann mal Absinken der Stromproduktion in den Abend- und Nachtstunden. Zum einen kann man erkennen, welche Kraftwerke in Deutschland zur Grundversorgung dienen, das heißt die Grundlast, die unabhängig von der Tages- und Jahreszeit anliegt, versorgen. Das ist in Grün die Bioenergie, in Blau die Wasserkraft und in Rot die Kernkraft, die unabhängig von dem Strombedarf ungefähr 12 Gigawatt an Leistung bereitstellen. Die Braunkohle ebenfalls mit einer fast konstanten Energieproduktion und dann entscheidend für die Stromversorgung mittlerweile die volatilen Energiequellen, insbesondere die Windenergie in Hellblau und in Gelb die Photovoltaik. Um die Schwankungen dieser beiden volatilen Energiequellen auszugleichen, wird in Deutschland zum einen die Steinkohle, werden die Steinkohlekraftwerke genutzt, die mittlerweile im Bereich der Mittellast gut und schnell regelbar sind. Darüber hinaus Erdgaskraftwerke, die sehr schnell und flexibel Leistung bereitstellen können. Betrachtet man die elektrische Stromproduktion 2019 in Deutschland im Tages- und jahreszeitlichen Verlauf, so ergibt sich ein Berg- und Talprofil, in Gelb dargestellt, die Farben mit einer hohen Last bis zu 80 Gigawatt in Deutschland und in Blau dargestellt, die Nettostromproduktion mit geringeren Lasten im Bereich von 30 bis 40 Gigawatt. Man erkennt das typische Tages- und auch ein typisches Jahresprofil, dass mittags die Lastspitzen am höchsten sind und zum Abend hin abfallen.
in den Nachtstunden zwischen 0 und ungefähr 5 Uhr die geringsten Stromlasten auftreten. Gleichzeitig ist die Stromlast in den Sommermonaten deutlich geringer als in den Wintermonaten. Durch die Reduktion an Beleuchtungsbedarf und auch an Wärme, die auf Strombasis erzeugt wird, sodass sich daraus dieses typische Tages- und Jahresprofil der Stromproduktion in Deutschland ergibt. Entscheidend im Stromsektor ist das Gleichgewicht von Stromerzeugung und Stromverbrauch. Das heißt, zu dem Zeitpunkt muss die Stromerzeugung dem Stromverbrauch entsprechen. Hier in dem Diagramm dargestellt ist der Stromverbrauch und die Stromerzeugung in Deutschland am 7. Mai 2020 mit Daten von der Bundesnetzagentur. Man erkennt in Rot den Lastverlauf, das heißt den Strombedarf im Bereich von 40 bis 50 Gigawatt in den Nacht- und frühen Morgenstunden, dann das Ansteigen über die Mittagszeit und dann einen leichten Abfall zu den Abendstunden. In Blau dargestellt die Stromerzeugung, die etwas abweicht, in den Nacht- und Vormittagsstunden eine Unterdeckung, dann in den Stunden über den Mittag verteilt, bis zum Nachmittag eine Überdeckung und dann wieder eine Unterdeckung. Das heißt also, dass in diesen Zeiträumen die Stromerzeugung von dem Verbrauch abgewichen ist. Das heißt, es muss parallel ein Austausch des Stroms über die Landesgrenzen hinaus erfolgen, indem Strom entweder importiert wird in dem Bereich der Unterdeckung oder im Bereich der Überdeckung Strom exportiert wird in die Nachbarländer. Für den Kraftwerksfahrplan und den Einsatz der Kraftwerke ist natürlich notwendig zu wissen, wie viel Strom wird in den nächsten Minuten und Stunden verbraucht. Aus den Jahrzehnten der Stromnutzung ist sehr gut bekannt und man kann sehr genau vorhersagen, wie sich der Stromverlauf entwickeln wird in überregionalen Bereichen, sodass daraus ein Kraftwerksplan festgelegt werden kann, wie die Kraftwerke zu produzieren haben, unter Berücksichtigung der volatilen Energiesysteme Wind und Photovoltaik, die sich nur sehr eingeschränkt regeln lassen. Und daher ist es sehr aufwendig, ist die fossilen Kraftwerke Kohle und Gas so zu steuern, dass es permanent ein Gleichgewicht zwischen Stromerzeugung und Stromverbrauch gibt. Sortiert man nun den Lastverbrauch über den Tag, hier dargestellt wieder am 7. Mai 2020, das heißt, sortiert man die Stromlastwerte nach ihrer Größe von den größten Werten hin zu den kleinsten Werten, so ergibt sich eine typische Struktur, dass wir zum einen eine Grundlast haben, die in diesem Fall bei 40 Gigawatt liegt an dem 7. Mai. Das heißt also, dass diese 40 Gigawatt über den kompletten Zeitraum von 24 Stunden anlagen. In Blau dargestellt die Mittellast, die über mehrere Stunden kontinuierlich anliegt. Das sind also jetzt hier ungefähr 16, 17 Stunden. Und dann haben wir noch in Rot dargestellt die Spitzenlast, also kurzfristige hohe Belastungsspitzen, die nur wenige Stunden am Tag auftreten, die durch Kraftwerke bereitgestellt werden müssen, die sehr schnell Strom ins Netz einspeisen können. Das sind typischerweise Gaskraftwerke oder Pumpspeicherkraftwerke, die ihre Leistung sehr schnell verändern können. Die Grundlast, die unabhängig von der Tageszeit, vom Wochentag erbracht werden muss, das sind Grundlastkraftwerke wie Kernenergie oder Wasserkraft oder die Bioenergie, die unabhängig vom Bedarf mit ihrer Maximallast Strom ins Stromnetz einspeisen. Einen etwas anderen Verlauf erhält man bei der sortierten Jahresdauerlinie auf Jahresbasis. Auf der X-Achse sind nun die Stunden des Kalenderjahres aufgetragen bis 8.760 Stunden, die in einem Jahr vorkommen. Die blaue Linie stellt nun die Stromerzeugung der Steinkohlekraftwerke in Deutschland dar, mit Daten von der Bundesnetzagentur. Auch hier erkennt man nun wieder die drei Bereiche der Grundlast, der Mittellast und der Spitzenlast. Wir haben eine maximale Last von 17,8 Gigawatt im Jahr 2019 gehabt. Die Grundlast definiert man als Intervall, was ungefähr zwei Drittel des Gesamtzeitintervalls entspricht, das heißt also ungefähr 6.000 Stunden. Diese Kennzahl
nutzt man auch im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung zur Auslegung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die die Grundlast abdecken sollen. Das heißt also ungefähr 6.000 Stunden im Jahr, wenn Kraftwerke mehr als 6.000 Stunden im Jahr laufen, das heißt zwei Drittel des Zeitintervalls, bezeichnet man diese Kraftwerke als Grundlastkraftwerke. Die Spitzenlast wird definiert als zwei Drittel der maximal auftretenden Last. Das heißt, also in diesem Fall sind es ungefähr 12 Gigawatt. Das heißt, die Leistung größer als 12 Gigawatt wird als Spitzenlast bezeichnet, die nur wenige Stunden im Jahr, in diesem Fall unter 1000 Stunden im Jahr, auftritt. Und dann der Bereich zwischen Grund- und Mittellast wird, Grund- und Spitzenlast wird als Mittellast bezeichnet. Das heißt also der Bereich, der nicht über 6000 Stunden liegt, aber auch nicht der Spitzenlast entspricht. Das heißt also im Jahr typischerweise zwischen 1000 und 6000 Stunden, Volllaststunden entspricht der Mittellast. Man kann nun die Verbrauchsdichte und Lastdichte der Kraftwerke in Deutschland bestimmen. Wir haben Ende 2019 eine installierte Kraftwerksleistung von 218,7 Gigawatt in Deutschland gehabt, davon 129 Gigawatt erneuerbare Energieanlagen, das ist ein Anteil von knapp 60%. Die Nettostromerzeugung im Jahr 2019 betrug 518 Terawattstunden, davon knapp die Hälfte aus den regenerativen Energieanlagen, Wind, Photovoltaik, Bioenergie und Wasserkraft. Berechnet man die Volllaststunden in Deutschland basierend auf der installierten Kraftwerksleistung Ende 2018, so kommt man auf einen Wert von 2403 Volllaststunden. Das heißt, würden alle Kraftwerke in Deutschland mit der installierten Nennleistung unter voller Leistung laufen, wären sie 2400 Stunden gelaufen und wären dann abgeschaltet worden. Das ist ja die Definition der Vollerstunden, dass die Kraftwerke entweder mit voller Nennleistung einspeisen oder ausgeschaltet sind. Und daraus ergibt sich ein Vollerstundenwert von 2400 Stunden in Deutschland. Darüber hinaus kann man noch weitere typische Energiekennzahlen berechnen. Zum einen die elektrische Energiedichte pro Kopf in Deutschland. Das heißt also, dividiert man die Nettostromerzeugung durch die Einwohnerzahl, ergibt sich ein Strombedarf von 6.231 Kilowattstunden pro Kopf. Dieser Wert berücksichtigt natürlich auch nicht nur den Strombedarf im Haushaltsbereich, sondern alle Stromverbraucher, Gewerbe und Industrie, sodass sich daraus der pro Kopf Bedarf von 6.231 Kilowattstunden pro Kopf und Jahr berechnet. Die Lastspitze pro Person lässt sich ebenfalls ermitteln. Im Jahr 2019 war die Lastspitze am 15. Januar mittags aufgetreten mit 88,23 Gigawatt. Ein Wert, den man, oder hohe Lastspitzen, die man typischerweise im Winter nur erreicht, nicht in den Sommermonaten. Und dividiert man nun diese Lastspitze durch die Einwohnerzahl, so ergibt sich daraus eine durchschnittliche Last von 1,06 kW pro Person, ein typischer Wert, den man in Industrienationen erwartet, dass pro Kopf ungefähr 1 Kilowatt Lastspitze auftritt. Darüber hinaus lässt sich auch noch die mittlere Lastdichte berechnen, das heißt, also man dividiert die Lastspitze, die Höchstlast, durch die Fläche. Daraus ergibt sich eine mittlere Lastdichte von 0,25 Megawatt pro Quadratkilometer Fläche. Auch das ist ein typischer Wert für eine Industrienation. Vergleicht man die Werte mit typischen Lastdichten in Europa, so zeigt sich, dass für Gesamteuropa ein Wert von 0,25 Megawatt pro Quadratmeter pro Quadratkilometer auftritt. In Ballungsräumen, das heißt also größeren Ansiedlungen, Ruhrgebiet, Berlin, Hamburg, München zum Beispiel, wächst diese Lastdichte auf den Faktor 10 an mit 2,5 Megawatt pro Quadratkilometer. Und in den Zentren der Ballungsräume ergibt sich dann sogar Lastdichten, die um Faktor 100 größer sind als die mittleren Lastdichten, mit ungefähr 25 Megawatt Stromlast pro Quadratkilometer Fläche. Ergibt sich einfach durch die hohe Dichte an Stromverbrauchern oder im Industriebetrieben in diesen Ballungszentren, sodass berücksichtigt werden muss, dass über große Regionen eine relativ niedrige Lastdichte vorherrscht, in Ballungsräumen hohe Lasten auftreten, die natürlich von den Energieerzeugungsanlagen abgedeckt werden müssen, um diese Spitzenlast bereitstellen zu können.
Wie lassen sich die unterschiedlichen Kraftwerke nun einteilen? Wir haben gesehen, es gibt die Grundlast, die Mittellast und die Spitzenlast und die Kraftwerksarten lassen sich diesen drei Lasttypen zuordnen. Die Kernenergie, die Braunkohle, Laufwasserkraftwerke weisen eine Ausnutzungsdauer von 6.000 bis 7.000 Stunden pro Jahr auf, das heißt so hohe Vollerstunden. Diese Kraftwerke stellen die Grundlast bereit, die unabhängig von der Tages- und Jahreszeit auftreten. Sie sind verantwortlich für 50% der Jahreshöchstlast und stellen ungefähr 70% des Energieverbrauchs bereit. Dann haben wir als zweite Gruppe die Mittellastkraftwerke. Das sind in Deutschland die Steinkohlekraftwerke und vereinzelt Öl- und Gaskraftwerke mit voller Stunden zwischen 3.000 und 5.000 Stunden. Diese Kraftwerke müssen technisch in der Lage sein, einen häufigen Lastwechsel zu bewerkstelligen. Das heißt also innerhalb von mittelfristigen Zeiträumen, also im Bereich von Minuten, müssen diese Kraftwerke in der Lage sein, ihre Leistung angepasst an den Bedarf zu regeln, also zu vergrößern oder die Stromproduktion zu verkleinern. Schließlich den Spitzenlastbereich mit voller Stunden im Bereich von 1000 Stunden. Das sind Gasturbinen, Kraftwerke, Speicher- und Pumpspeicherkraftwerke, die innerhalb von wenigen Minuten bis Sekunden ihre Ausgangsleistung verändern können. Diese Kraftwerke müssen mehrmals täglich an- und abgefahren werden mit recht kurzen Anlaufzeiten und hohen Leistungsänderungen. Das ist mit fossilen Dampfkraftwerken in der Regel nicht technisch umsetzbar, sodass man hierzu insbesondere Gasturbinenkraftwerke oder Pumpspeicherkraftwerke nutzt. Und dann haben wir insbesondere in Deutschland die volatilen Energiesysteme, Windenergie und Photovoltaik, die sich nur sehr schwach oder sehr schlecht steuern lassen. Man kann die Kraftwerke lediglich herunterfahren in ihrer Ausgangsleistung oder abschalten, sodass die Mittel- und Spitzenlastkraftwerke dafür eingesetzt werden müssen, die Schwankungen der Einspeisung der volatilen Energiesysteme, Photovoltaik und Wind, auszugleichen, um die Stromproduktion an den Bedarf anzupassen. Bedingt durch die Lastdichteverteilung in einer Industrienation mit hohen Lastdichten in Ballungszentren und geringeren Lastdichten in den übrigen Regionen einer Industrienation lässt sich die Struktur eines Kraftwerksparks sehr gut verstehen. Darüber hinaus spielt auch die Wirtschaftlichkeit beim Transport des Brennstoffs eine Rolle. Steinkohle und Uran haben einen sehr hohen Energiegehalt pro Volumen. Bei der Steinkohle ist es ungefähr so, dass 120 Gramm Steinkohle ungefähr eine Kilowattstunde elektrische Energie bereitstellen können. Das heißt, Steinkohle und Uran lassen sich sehr gut zum Kraftwerk über weite Strecken transportieren aus wirtschaftlicher Sicht, um dann den Strom aus dem Kraftwerk übers Stromnetz an die Verbraucher zu transportieren. Bei der Braunkohle ist es etwas anders. Die Braunkohle hat eine geringere Energiedichte als die Steinkohle. Der Faktor ist ungefähr ein Drittel, dass man gut 400 Gramm Braunkohle benötigt, um eine Kilowattstunde elektrische Energie zu erzeugen, sodass es nicht sinnvoll ist, Braunkohle über weite Strecken zu transportieren. Das heißt, die Braunkohlekraftwerke sind in der Regel unmittelbarer Nähe zum Abbauort, um dann den Strom wieder einzuspeisen ins Stromnetz. Bei der Photovoltaik als dezentrales Energiesystem bietet es sich an, den Strom dort zu verbrauchen, wo er auch erzeugt wird, dadurch, dass man sehr einfach auch kleinere Photovoltaikanlagen und Kraftwerke installieren kann. Einzig bei der Windenergie, bedingt durch die Windbedingungen, die sich in Deutschland ergeben, mit hohen Windgeschwindigkeiten, insbesondere in Norddeutschland, aber der Lage der großen Stromverbrauchseinrichtungen in Süddeutschland, ergibt sich ein Transport oder eine Notwendigkeit des Transports des Stroms über weite Strecken, da der Strom aus Norddeutschland nach Süddeutschland transportiert werden muss, was darin resultiert, dass das Stromnetz in Deutschland, was entstanden ist in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten, aus einzelnen Inselsystemen zu einem Verbundsystem mit der Installation und der Errichtung von Kraftwerken in der Nähe der Ballungszentren, dass dieses Netz nun umgestaltet werden muss, dass es in der Lage ist, Strom auch über weitere Strecken zu transportieren, um den Windstrom aus Norddeutschland zu den Verbrauchern in Süddeutschland zu transportieren.
Wenn man die Importabhängigkeit Deutschlands im Bereich der Energieversorgung betrachtet, in diesem Fall jetzt nicht nur im Stromsektor, sondern auch im Bereich der Wärmeversorgung, der Prozesswärme und im Transportsektor, so zeigt sich, dass Deutschland auf Importe aus dem Ausland angewiesen ist. Mit den Daten der Arbeitsgruppe Energiebilanzen zeigt sich, dass 72% des Brennstoffs importiert werden muss und lediglich 28% der Energie im Land selber erzeugt und generiert wird. Das zeigt sich insbesondere im Bereich des Mineralöls. Dort haben wir knapp 13 Petawattstunden an Energiebedarf pro Jahr, insbesondere natürlich im Transportsektor und im Wärmesektor. Und lediglich 2% des Mineralöls werden aus deutschen Quellen, insbesondere in der Nordsee, noch gefördert. Beim Erdgas eine ähnliche Struktur. 94% des Erdgases wird aus dem Ausland importiert. Lediglich 6% des Gesamtbedarfs von ungefähr 9 Petawattstunden wird im Inland gewonnen. Das Erdgas wird in Deutschland hauptsächlich im Bereich der Wärmeversorgung, Prozesswärme und im Stromsektor gebraucht. Die Steinkohle wird in Deutschland mittlerweile zu 100% importiert. Es gibt keine deutschen Steinkohlebergwerke mehr, die genutzt werden. Das heißt, die Steinkohle muss zu 100% aus dem Ausland importiert werden, hauptsächlich aus Russland, Australien und Kolumbien. Bei den erneuerbaren Energiequellen und der Braunkohle ist die Situation umgekehrt. Die Erneuerbaren entstehen natürlich zu 100% in Deutschland mit der Windenergie, der Photovoltaik und der Wasserkraft und der Bioenergie. Bei der Braunkohle wird ebenfalls zu 100% in Deutschland gewonnen, dadurch, dass Braunkohle sich nicht wirtschaftlich eignet, über lange Strecken transportiert zu werden. Per Schiff wird die Braunkohle in Deutschland gefördert. Insbesondere in Westdeutschland und in Ostdeutschland gibt es noch große Braunkohletagebauwerke, die Braunkohle dann unmittelbar in die Braunkohlekraftwerke transportieren und dort zu Strom verarbeiten. Bei der Steinkohle, diese Kohle wird per Schiff nach Deutschland transportiert und dann in den Steinkohlekraftwerken verbrannt.